Hey Leute, herzlich willkommen zu der neuen Folge von Minecraft Adventure Maps. Heute spielen wir die Map Asleep 2. Beim letzten Mal haben wir schon den Vorgänger gespielt und ja, die war sehr crazy. Also, falls ihr das verpasst habt, dann unbedingt nachschauen. Schon mal vorab, falls das Video gefallen sollte, dann lasst doch gerne mal eine Bewertung da. Und um nichts mehr zu verpassen, abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, los geht's. So, ich habe hier noch ein Buch. Das sind so Sachen, wo man noch einstellen kann. Hier Settings, kann ich mal draufklicken und da sind die ganzen Settings. Das habe ich alles schon eingestellt. Und es sind halt einfach die Creator noch drinne und Beta-Testers. Aber das interessiert uns nicht weiter. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und ja, los geht's. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, ja. Wow, schlecht geträumt. Ja, es ist wieder einer von diesen Tagen. Ja, okay, dann ab nach Hause, damit du ein bisschen Schlaf bekommst. Ja, danke, Zack. Guten Nacht. Guten Nacht. Ja, okay. Wo bin ich denn hier? Ist das. Ach, Büro. Hi, na, was geht denn so? Laser PC. Cool. So ein Schneeball als Maus und Pressure Plates nehme ich an. Ja. Als Tastatur sind, glaube ich, zwei Stück, die ineinander stecken. Ja. Richtig cool gemacht. Toller Flat Screen. Ja, gut. Da würde ich sagen, auf nach Hause. Hey, na? Hey, ich versuche jetzt zu arbeiten. Hast du ein Problem damit? Nee, habe ich nicht. Sorry. Hey, wie geht's so? Gehst schon nach Hause? Alles klar, Mann. Peace out. Okay. Hey, was machst du? Es war ein langer Tag. Zum Glück ist er vorbei. Ja, das stimmt. Was machst du denn Schönes? Ah ja. Okay, der guckt mich so komisch an. hier war ich drinne. Hier war ich noch nicht. Wir sehen uns morgen. Oder du stirbst. Oder ich sterbe. Oder wir sterben alle. Ja, top. Ja gut. Dann tschüss, du komischer Typ. Hey. Oh, du gehst schon. Ich bin hier für die ganze. Ich stecke die ganze Nacht fest. Glaubt der Boss, dass ich auch noch ein Leben hab? Ja, keine Ahnung. Du tust mir auf jeden Fall leid. Weitermachen, ne? Gut. Das ist, glaube ich, ein Smith, glaube. Ja gut. Dann egal. Hier. Hallo. Gute Nacht. Ja, gut, gute Nacht. Ich weiß gerade nicht. Hi. Hab einen sicheren Weg nach Hause. Es sei denn, du kommst so weit. Muhaha. Du bist. Naja, okay, der ist ein bisschen komisch. Hab ich jetzt hier alle? Ich glaube schon. Egal. Das ist wohl meine Arbeit. Ja, gut, dann nach Hause. Das ist hier unser Fahrstuhl, ne? Hi, Ah, Knopf. Ding. Ding, 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 ding. Ah. Oh, lol. Der putzt hier. Geh nicht zum College, sagten sie. Das wird schon, sagten sie. Und jetzt, was? Und jetzt mache ich hier Kindertreck weg. Okay. Ja, aber hey, das sieht voll cool aus. So ein Besen. Mit so ein bisschen Schmutz. Ja gut, ich hoffe, das ist nichts anderes. Ja gut, die hört Musik. Würde ich sagen, einfach mal nach Hause. Rough Day. Ja, so wie immer, ich bin schon fertig. Ich weiß nicht mal mehr, wo ich wohne. Haha, es ist das große Oak am Ende der Straße. Danke, Pri, was würde ich nur ohne dich machen? Wahrscheinlich verloren gehen. Ja, ne? Es kommt hier Schönes im Radio. Kann ich mal mithören? Nicht? Ja gut, Nacht. Gut, Dankeschön und. Ja, cool. War denn das ein. Das sind Bauarbeiten. Ah, das sind Verkehrskegel, sind ja voll schön. Lol. Cool. Ah, da wird anscheinend ein bisschen ausgebaut. Na gut, am Ende der Straße in Oak House. Das hier ist aber auch schön. Das ist nicht, ne? Nee.
Keine Ahnung, ist vielleicht die Ende der Straße. Keine Ahnung. Der hat doch einen schönen Garten. Sieht auch cool aus. Also, die haben echt coole Häuser hier. Wahrscheinlich das hier in der Mitte, oder? Keine Ahnung. Oh, da hat die mir gerade Licht ausgemacht. Top. Da ist ein Wasserturm. Ja, gut. Obwohl, das ist Sandstein. Das ist Oak, oder? Nee, das ist nicht okay. Kann ich nicht in die Garage einbrechen? Nee, okay. Hör mal auf mit dem Mist. Ist aber eigentlich ganz cool, wenn du so neben der Arbeit mehr oder weniger wohnst. Kannst einfach rüberlaufen. Ja gut, dann hallo, ich bin zu Hause. Erstmal Licht anmachen. Oh lol, das ist hier der Anfangsort vom ersten Teil. Zack hat recht. Ich sollte schnell schlafen gehen. Ja gut, aber ich will mir doch hier alles angucken. Hier ist die Küche und hier sind die guten alten Stühle, wo man sich draufsetzt und da bricht alles zusammen. Alter, diesmal kann man sich auch wirklich draufsetzen. Nice. Jetzt haben die gepatcht. Beim letzten Mal ging das nicht. Oh, erstmal was essen hier. Kann ich mich auch auf den draufsetzen? Ne, nur auf den ersten. Doch, kann ich. Okay, ich habe nichts gesagt. Machen die Knöpfe diesmal irgendwas? Nee. Okay, kann ich immer noch nicht reingucken, als alles wie immer. Ja gut, top. Dann mache ich hier Licht aus. Obwohl, ich kann es auch anlassen. Strom sparen. Muss nicht sein. Hier ist das Creeper-Bild. Oh no. Ups. Ich habe es kaputt. Egal. Der Computer, der Spiegel, was auch immer das ist. Meine Jacke. Die Uhr. Noch ein Bild. Und ich gehe einfach hoch. Gut. Kann ich... Ah, lol. Cool. Diesmal ist... Oh. Lol. Lol, das sieht doch voll nice aus. Hä? Also beim letzten Mal war hier kein Raum, da konnte man hier nicht rein. Jetzt kann ich hier rein und da fliegt einfach so ein Papier runter, weil ich hier reingekommen bin. Ich habe wohl ein bisschen zu viel Wind gemacht hier, ne? Ja gut, hier müsste unser Schlafzimmer sein, genau. Und hier ist ein Bad. Lol. Eine Dusche. Kann ich da rein? Oh, lol. Das ist ja voll cool. Ist sogar das Wasser hier unten. Ja, ein bisschen duschen gehen. Ich soll vielleicht das Licht anmachen beim Duschen. So, ja, ja. Ja gut, ja aus. Leute, was ist für ein Klo? Da ist die Klorolle größer. Also, ja, ne? Ich mache jetzt mal hier mein Geschäft so. Cool. Ja gut, egal. Das lasse ich aus und würde ich sagen, gehe ich mal schlafen. Ah, ist eine Lampe. Die sieht voll cool aus. Ich glaube, die war auch schon beim letzten Mal da, oder? Ach, keine Ahnung. Oh, das ist ein cooler Nachttisch. Nice, diese Custom Models. Ja gut, hier kann ich keine Lampe on- und ausmachen. Gut, dann gehe ich einfach schlafen. Los geht's. Gute Nacht. Oh lol. Unsere anderen Träume vom ersten Teil. Das Casino oder... Nee, ich glaube, wer wird Millionär? Hier die Schatzkammer. Die Videospielhalle mit Pac-Man. War richtig cool. Hier haben wir Feuerwehrmann gespielt und jemanden gerettet. Hier ist das komische Flugzeug, was sehr crazy war. Und hier war der Boss. Es liebt zwei. Die Musik ist cool. Richtig gut gemacht. In der Videobeschreibung ist übrigens ein Link, da könnt ihr euch auch die Map runterladen. Und jetzt geht's los. Ne? Alle Mann an Deck, wir werden angegriffen. Ja gut, dann lass mich raus hier. Krass. Diesmal fängt's auf einem Piratenschiff an anscheinend. Oder auf einem Schiff. Jo. Lol. Oh nein. Kann ich dir helfen? Geh weg. Husch. Oh, oh lol. Ah, da ist der Captain. Hallo, Captain. Sie laden die Kanonen. Oh no. Was machen wir da jetzt? Jo. Lol. Jo, die hüpfen hier rein. Lol. Die schießen sich selbst rüber. Ha. 1.9 Kampfsystem. Die Map ist reduziert, die 1.10.2, also, ja, ne?
Deswegen gibt es hier schon das neue Kampfsystem. Gut, das ist hier schon, ne? Das ist halt schon relativ alt, die Map, aber ist ja nicht schlimm. Ist ja trotzdem cool. So, der Captain. So. Ha. Wir haben sie besiegt. Los, schnappt die Kanonenkugeln und wir schlagen zurück. Ja gut, das sind wohl die Kanonenkugeln. Aha. Gut gemacht. Steck sie in die Kanone und wir schlagen zurück. Ja gut, dann los geht's. Feuer frei! Hallo? Los, Attacke! Feuer frei! Das dauert aber lange. Wow. Gut gemacht, da haben wir gut was weggeschossen. Gut geschossen. Ja, das sehe ich auch so. Da haben wir ein riesiges Loch reingemacht. Ja, cool. Dann zurückgeschlagen. Top. Und jetzt kann ich hier einen auf Titanic machen. LOL! Oh no! Was zur Hölle? Ei, Captain Squid! Ja, pass auf, er ist tödlich. Jo, Alter, was zur Hölle? Geh weg. Captain Squid! Ich werde dich besiegen. Komm, wir machen Titanic. Okay, nee. Lass mich in Ruhe. Ich sehe nix. Captain, hilf mir! Los! Oh no. Der macht ganz schön Schaden. Ah, nee, bitte nicht. Los, Captain! Hilf mir! Steh da nicht so faul rum! Obwohl, ja gut, du musst das Schiff steuern, sonst gehen wir unter. Los! Oh no. Oh Gott, lol. Ha! Ich habe ihn besiegt! Glückwunsch, du hast Captain Skid getötet. Warte. Oh nein, sie laden die Kanonen. Mit Kanonenkugeln. Hit the deck! Oh nein! Was machen wir, Captain? Oh no. Hä? Lol. Oh no. Lol, da steckt das Wasser. Oh no, wir sinken. Gute Arbeit. Du hast dein Bestes gegeben. Ja, oh nein, wir sinken. Ich glaube, der Captain und seine Crew gehen jetzt mit dem Schiff unter. Lol. Oh nein. Nein. Schade. Oh lol, Herr, nicht jetzt. Lol. Komm rein, wir haben einiges zu diskutieren. Okay. Ich wollte ja mein Experiment zeigen. Mit was fliegenden Schwein? Was? Aber ich warte noch auf die Effekte. Was ist das, ein Experiment? Egal, aber für die, was ich dich eigentlich brauche, ist, diese Maschine kann dich auf eine Größe von einer Ameise schrumpfen. Und wir müssen. Was? Warte mal ganz kurz. Was? Was? Dieser Patient. Warte mal, ich übersetze es gleich nochmal. Was zur Hölle? Okay. Krass, hallo. Bitte stell dich auf das X. Ne, warte mal kurz. Also. Diese Maschine lässt dich auf eine Größe von einer Ameise schrumpfen, damit du von unserem Patienten die Organe betreten kannst, weil es ist Material in ihm stuck. Und er hat Sponge gegessen und dachte, es wäre Käse. Und jetzt saugt es alles Essen auf, was er isst. Wir müssen es extrahieren, bevor du wieder auf deine normale Größe wächst. Also, okay, warte mal. Also, ich habe das jetzt richtig verstanden. Ich muss jetzt geschrumpft werden, damit ich in seinen Körper kann, damit ich Sponge entfernen kann, was er gegessen hat, weil er gedacht hat, es wäre Käse. Und das so schnell es geht, bevor ich wieder anfange mit Wachse. Okay, ja gut, aber lass mich erstmal umschauen. Alter, das ist voll cool. Was ist denn das? Eine Schneekugel? Süß. Nee, wahrscheinlich irgendwie die Kerze oder sowas. Ein Waschbecken mit einer Flasche drin. Ganz viele Potions. Science Trading is locked. Ich kann keine Wissenschaft machen. Nein. Oh Leute, da hinten ist eine Kartoffel drin. Top. Kartoffelenergie. Was hat denn hier? Paar Minimaps und Papier und ein Buch. Hier der Hühner. Und lol. Hä, ist ja voll nice. Der hat hier so sich drehende Erze. Oh, das ist ja voll cool.
Richtig gut gemacht. Und hier ist das Experiment. Was war das Experiment? Das ist Experiment G1SM0. Das ist ein interessanter Name. Ja gut. Aber bevor wir uns schrumpfen lassen, würde ich sagen, war es das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne eine Bewertung da. Über einen netten Kommentar würde ich mich freuen. Und um kein weiteres Video mehr zu verpassen, abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Und ja, beim nächsten Mal gucken wir dann mal, wie wir dann von dem Typen da seinen Sponge entfernen. Und ja, ciao Leute.